Hallo, da seid ihr ja schon wieder und ich auch. Was für ein Zufall, dass wir uns immer hier treffen auf diesem YouTube-Kanal. Herzlich willkommen zum Kettle Evans Great Ocean Road Race. Und ich hoffe, ihr wisst alle, wer Kettle Evans ist. Wenn nicht, muss ich meine Rubrik wieder rausholen. Mit dem Namen, kennt ihr noch diesen und jeden Fahrer? Ja, 175 Kilometer sind es heute auf dem Programm. Eigentlich flach aussehendes Rennen. Aber ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, irgendwie ist es nicht, meistens nicht so ein Rennen, wie es scheint. Wie dem auch sei. Wir gehen rein mit Mikkel Bjerg, Fabio Jakobsen, Amund Gründer-Jansen, Giuliano Cambarei, Brandon McNulty, Youssef Righi und Al-Ali Ibrahim. Also eine wirklich starke Armada an Flachland-Spezialisten, sowohl was den Sprint angeht, als auch das Bolzen im Flachen. Na, dann schauen wir doch mal, wie dieses Rennen laufen wird. Bis gleich am Start. Frittenfriseur. So, Freunde, let's go. Rein geht's also in das heutige Rennen und unser Meister aus Albanien, Giuliano Cambarei, Giuliano Cambarei. Schalalalalalala. Ist gleich mal der Erste, der hier vom Start aus attackiert. Es gibt ein paar Konterattacken, aber alles im Bereich des Vertretbaren. Luis Verwacker sehen wir hier, unseren ehemaligen Fahrer für Bora Hansgrohe. Auch der ist mit dabei. Wusste gar nicht mehr, dass der für Bora fährt. Wahnsinn. Auch kein schlechter Vertrag. In echt fährt er ja für Alpecin Phoenix, ne? Oder wie heißt die mittlerweile? Die Königin. Alpecin die Königin, glaube ich. Auch stark. So, dann schauen wir mal, was das heute für ein Rennen gibt. Wir schauen uns kurz das Profil an. Wie gesagt, eigentlich ist es ein ziemlich flaches Rennen, aber man sieht es, am Ende geht es ein bisschen bergauf und das ändert doch einiges. Es sind ein paar Hügel unterwegs zu fahren. Insofern also ein durchaus diffiziles Rennen, würde Jean-Claude sagen. Und deshalb übernehme ich das mal und sage es auch. Also wirklich nicht einfach. Es sieht, wenn man das Profil so anschaut, relativ leicht aus. Aber da kann man sich eben, wie gesagt, täuschen. Und ja, schauen wir mal, was da heute drin ist für uns. Acht Fahrer haben wir also an der Spitze. Die Ausreißer kommen jetzt erstmal weg. Giuliano Cambarei aus unserem Team ist dabei. Ansonsten haben wir Pfingsten von Jumbo Visma, Riesebeek von Alpecin, Vincent von der FDG-Mannschaft, Scottson von Mitchelton Scott, der U ungarische Meister Attila Walter für CCC. William Barta ist mit dabei für Israel und Poljanski aus der Bora Hans Gravel Mannschaft. Das sind also die Fahrer, die wir haben. Tagesformtechnisch sieht es heute ja allgemein nicht so geil aus in unserer Mannschaft, muss man sagen. Alle eine schlechte Tagesform, außer Righi, der hat eine +1er und Cambarei hat immerhin eine Nuller-Tagesform, also neutral. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wobei ich auch nicht weiß, wieso er eine neutrale Tagesform hat, wenn er doch hier überall +1 hat auf jedem Wert. Also irgendwie ergibt das keinen Sinn für mich, aber was weiß ich schon von diesem Spiel, ne? Was weiß ich schon? Wir spielen übrigens immer noch Pro Cycling Manager 2020, weil die es nicht, die das vergessen haben oder verdrängt haben oder so. Ist aber nicht so schlimm, weil es macht jetzt nicht den Riesenunterschied, welchen Pro Cycling Manager man spielt. Wobei natürlich mittlerweile mit dem Scouting zum Beispiel schon ein bisschen was Neues mit reinkam. Ach, guck mal hier, der Fußballplatz. Das ist ja süß, habe ich ja noch nie gesehen. Dass es hier so Fußballplätze gibt. Das wusste ich nicht. Oder? Also weiß ich nicht, ob ich das noch nie gesehen habe. Keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber sieht man nicht so häufig. Tja, ich bin gespannt. Eigentlich haben wir genug Fahrer, die heute etwas im positiven Sinne anrichten könnten. Aus irgendwelchen Gründen sieht das Spiel Amund Gründer-Jansen als Top-Favorit für heute an, was ich nicht verstehen kann. Aber gut, wir werden sehen. Ansonsten Garcia Cortina mit dabei. Sehr, sehr interessante Auswahl bei den Mannschaften. Lasst das mal kurz auf euch wirken. Dann schauen wir gleich wieder rein in das aktuelle Renngeschehen. Die Ausreißergruppe ist immer noch vorne mit den 8 Minuten Vorsprung und mit Giuliano Cambarei. Eine Minute, was? 8 Minuten Vorsprung? Ne, mit den 8 Fahrern.
1 Minute 38 Vorsprung haben sie, so rum ist das richtig, auf das Hauptfeld. Und es ist gar nicht mal mehr so viel, merkt man. Jetzt scheint es auch die ersten Attacken zu geben oder auch nicht. Ach, das sind hier hinten Attacken. Aha, interessant. Also aus dem Feld heraus haben da nochmal welche versucht anzugreifen. Und es sind jetzt tatsächlich nur 50 Kilometer, also gar nicht mehr lang. Und jetzt sind wir auf diesem finalen Rundkurs, kann man wohl sagen. Ja, das könnte interessant werden. Ich weiß es halt, wie gesagt, nicht, wie das im Finale sein wird. Kann man hier irgendwo die Ziele schon sehen? Nee, ne? Ich mache mal kurz wieder die Helikopteransicht, dass man mal schauen kann, ob man hier irgendwo die Ziele schon erspielen kann. Ich meine, es war nämlich ziemlich anspruchsvoll, das Finale. Während jetzt hier hinten Nils und Paulus versucht wegzukommen. Aber das sind halt Attacken, ey, ganz ehrlich, die kannst du dir auch schenken. Also jetzt noch vom Feld wegzukommen und halt auch nachhaltig wegzukommen, ne? Ist halt vor allen Dingen im Flachen, ja, ein ganz schöner Husarenritt. Noch 40 Kilometer. Jenna Cambarei immer noch in der Spitzengruppe. Und wir schauen einmal nach unseren Jungs hier hinten im Feld. Und die dürften sich jetzt mal bitte so langsam aber sicher ein bisschen weiter nach vorne platzieren. Sind noch alle relativ hinten im Pulk. Das sieht schon besser aus. Sehr schön. Ja, und vorne dabei also immer noch Giuliano Cambarei. Der hier versucht mit seinen Mitausreißern vom Feld wegzufahren. Oder den Abstand zum Feld zu halten. Paulus wird jetzt gleich eingeholt. Der hat aber doch ganz schön lange durchgehalten, diesen Paulus. Da merkt man, dass der ordentlich Druck im Kessel hat. Ist ja ein sehr, sehr guter Zeitfahrer. Das siehst du halt in solchen Situationen auch. Und jetzt gibt es vorne Attacken. Pfingsten und Skotzen greifen an. Und wir fahren da natürlich so ein bisschen mit. Cambarei jetzt auch mit einer Attacke, bevor wir jetzt hier vom Feld eingeholt werden. Und da kann Cambarei, glaube ich, nochmal reinfahren, oder? Also er hat halt eine gute Tagesform, das merkt man halt auch. Jetzt gibt es hier weitere Attackeure. Seri, Baioli und Falz. Ja, und damit ist die Lücke jetzt auch zugefahren. Also alles wieder beisammen. Wobei Baioli und Seri können sich absetzen vorne. Wie es aussieht. Ja, also die können sich erstmal absetzen. 30 Kilometer noch bis ins Ziel, aber das ist halt auch noch weit. Selbst wenn die jetzt da vorne zu zweit fahren, was sie offenbar nicht tun, weil warum sollten sie auch, ne? Sind ja nur Teamkollegen. Dann, selbst wenn sie das zu zweit machen, ist es natürlich immer noch schwer, hier das Feld auf Distanz zu halten. Baioli auch kein schlechter Fahrer, von den Werten her und so, muss man mal echt sagen. Ja, und unser Team sieht noch einigermaßen gut aus, ne? Es ist zwar alles recht anstrengend, die Jungs sind schon ordentlich am Pumpen, aber sie sind alle noch mit dabei. Das sieht alles sehr, sehr okay aus hier vorne. Und jetzt nur noch Baioli vorne dürfte, ja, und das ist jetzt auch der Fall, dürfte jetzt eingeholt werden, der Italiener. Noch 20 Kilometer bis ins Ziel, Cambarei, der Ausweichversuch hat nicht geklappt, darf jetzt nochmal Getränke holen gehen. Das Tempo ist jetzt wirklich sehr, sehr hoch, weil es auch immer wieder Attacken gibt. New Nuis versucht jetzt wegzufahren. Michael Wallgren will da hinterhergehen. Noch 16 Kilometer. Es geht jetzt nochmal diese Hügel hinauf. Dann geht es rein ins Ziel. Ich glaube fast die Getränke, die Cambarei hier holt, die werden wir nicht mehr sehen, weil es dafür zu anstrengend wird im Finale. So, gucken wir mal, ob er vielleicht außen vorbeifahren kann. Das sieht sogar nach aus. Aber jetzt sind wir halt gleich drin in diesem Hügel. Insofern, ja, schauen wir mal. Nächsten Attacken, Yunuis und Co. attackieren da vorne. So, und Rigi, ey, ist unfassbar, wie gut es dem noch geht. Das ist fast schon provozierend. Provozierend locker, wie er hier drüber fährt, im Vergleich zu Jakobsen und Amund Gründer Jansen, der aber auch eine minus 5er Tagesform hat.
So, Ausreißer haben schon wieder alles egalisiert. Jetzt gibt es nochmal eine Attacke von Bahrain Victorious vorne. Das ist Garcia Cortina, der da jetzt wegfährt. Und es sind jetzt noch 8 Kilometer. Jumbo Visma machen jetzt Tempo. Und es gibt einen Sturz von Al-Ali Ibrahim. Und das war der Beschützer von Youssef Rigui. Insofern Glück gehabt, dass der nicht auch gestürzt ist. Das hätte natürlich ganz, ganz leicht passieren können. Ich hoffe, Ibrahim kann weiterfahren natürlich. Rigui, haben wir hier. 6,6 Kilometer noch. Youssef Rigui, richtig gut dabei. Der kann auch noch. Ja, also er ist noch nicht platt oder so. Der fährt hier immer noch gut mit. Fünf Kilometer noch. Letzter Anstieg ist geschafft. Es gibt noch mal eine Attacke und jetzt frage ich mich halt wirklich, ob wir hinterherfahren sollten. Das weiß ich halt nicht. Wir probieren es mal mit Jansen, dass der ein bisschen Tempo macht. Diese Attacken sind halt echt nicht ungefährlich. Fährt da jetzt noch jemand hinterher? 2,9 Kilometer noch. Das ist halt jetzt nicht mehr weit bis ins Ziel. Jetzt Bol. Den haben die nur eingekauft, damit man ihn nicht von Chess Bol unterscheiden kann. Ganz, ganz gemeine Verwirrungstaktik von DSM, beziehungsweise Sunweb, wie sie hier noch heißen wahrscheinlich. Und jetzt Revi Cavagna auf dem Weg nach vorne. Jetzt fahren wir mal hinterher mit Youssef Rigui. Müssen wir tun. Die Attacken, die kontern wir jetzt. Jetzt ist nicht mehr weit bis ins Ziel. Noch 1,1 Kilometer. Rosetto zieht uns hier mustergültig den Sprint an. Und jetzt muss Youssef Rigui einfach raus. Youssef Rigui im Sprint gegen Rosen. Und Youssef Rigui holt das Kendall Evans Great Ocean Road Race. Junge, bist du stark. Unser Meister aus Algerien zeigt mal wieder seine komplette Klasse. Boah. Grüße an alle, die damals gemeint haben, der Transfer von Youssef Rigui wäre voll sinnlos. Grüße an alle, die gemeint haben, er kann nur kontinental rennen und wäre auf höherem Niveau einfach zu schwach. Grüße gehen raus, sage ich nur. Aber mal richtig fette Grüße. Ich erinnere mich noch an die Kommentare, die das damals angezweifelt haben, als wir ihn geholt haben. Und die gesagt haben, yo, Conti-Rennen gewinnen, gar kein Ding, aber World Tour oder so, da wird es dann zu schwer. Und er straft die Kritiker Lügen. Youssef Rigui sorgt für unseren ersten Sieg beim Cadel Evans Great Ocean World Race. Ja, und Stefan Rosetto, der hat uns so gut den Sprint angezogen, den müssten wir fast schon aus Mitleid einen Vertrag vorlegen, ne? Also, GG an Youssef Rigui. Er gewinnt also das Cadel Evans Great Ocean World Race vor Timo Rosen und Michael Wahlgren. Vierter wird Consonni, dann Venturini und Vendrame auf der 6. Siebter Ekoff, 8. Garcia Cortina. 9. Stefan Rossetto und 10. Reinhard Janse van Rensburg. Und damit also der nächste Sieg für unseren Mann aus Algerien. Boah, ey, ich muss sagen, macht schon Spaß. Macht schon Spaß mit dem Jungen. Schade, dass der 31 ist. Wird wahrscheinlich dann irgendwann mal auch an Werten verlieren, einfach aufgrund des Alters. Aber alter Vater, der macht richtig Bock. Der ist einfach so stark. Das macht einfach richtig Spaß mit dem hier, diese Rennen zu gewinnen. So, wir gucken mal kurz, was es hier so für Preisgelder gab. Hier und da gab es mal einen Euro. Trofeo Playa de Palma hat Roy Jans gewonnen. Und Rigui ist einer der Rekordhalter, zusammen mit Ilir Viviani, Jay McCarthy, Nikias Arto, Peter Kenyek, Gianni Mersman und Caleb Ewan. Die haben alle jeweils einmal das Cadel Evans Great Ocean World Race gewonnen. Ich würde sagen, Challenge accepted. Ne? Wenn wir das nächste Saison nochmal gewinnen, dann sind wir schon besser. Wobei wir natürlich in dieser Datenbank bleiben müssten und das ist natürlich so eine Sache. Joao Almeida hat die Vuelta a San Juan gewonnen vor Reichenbach und Soler. GG an der Stelle. So, und wir gucken nochmal hier die Ausrüstungsgeschichten an. Gefühl wurde verbessert. Können wir trotzdem nochmal 10 Tage fortsetzen, warum nicht? Habe ich ja gar keine Schmerzen mit. So, und dann schauen wir nochmal, was der Sponsor sagt zu diesem Rennergebnis. Ja, ist zur Kenntnis genommen. Wohlwollend zur Kenntnis genommen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Wir wollten Kalender. Und dann sehen wir hier. Also CWT, das ist ein World Tour Rennen.
dass also Rigi hier gewonnen hat. Sehr, sehr stark, der Junge. Muss man immer wieder sagen, das ist einfach echt ein herausragender Fahrer. Also ganz unironisch. World Tour ist jetzt auch relativ weit vorne im Ranking. Und wir schauen mal ganz kurz. Achso, das ist das World Tour Ranking. Das wollen wir ja gar nicht. Oh, im Super Prestige sind wir sogar auf Platz 1. Krass. Junge, Junge. So, und wir wollten kurz auf das teaminterne Ranking schauen. Und da ist Rigi natürlich jetzt auf der 1 vor Koka und Lopez. Vlasov auf 4, dann Biedermann auf 5. Hier wird sich natürlich noch viel verändern über die Saison hinweg. Aber immerhin, die ersten fetten Punkte haben wir schon mal eingefahren. Und dann schauen wir mal, in der World Tour sind wir aktuell auf Platz 8. Und in der Super Prestige-Wertung sind wir Zweiter. Nur der König Quickstep hat da mehr Punkte gesammelt in dieser Saison bislang. So, und jetzt werden wir ein bisschen simulieren. Ich weiß nicht, ob ich daraus eine eigene Folge mache. Schauen wir mal. Sie müssen heute Ihre Auswahl für das Intensivscouting von einem oder mehreren Nachwuchsfahrern bestätigen. Blablabla, werden bis Juni gedingst. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier jemanden haben. Hilal Alhamdani. Wo ist der hingewechselt? Novak. Okay, Team Novak. Der Mann aus dem Oman. Ich weiß, ob er sich überlegt hatte, den unter Vertrag zu nehmen. Und dann haben wir es doch nicht getan. Hat sich bis jetzt aber auch nicht so ultramäßig entwickelt. Also, geht so. Okay, okay, okay. Felix Engelhardt. Da hatten wir... Ah, nee, es war eine andere Karriere. Vergiss es. Chris Froome. Aha, aha. Ich frage mich, wo diese Namen herkommen. Weil das sind doch alles Fahrer, die wir letzte Saison auf der Liste hatten, oder? Testfahrzeugen und so. Ganz komisch. Kann ich jetzt hier irgendwo sagen, hier Intensivdingens? Boah, der hat eine richtig gute Entwicklungsaussicht, der Ioannis Evangelos. Aus unserer Nachwuchsmannschaft. Ja, keine Ahnung, ne? Wer hat denn hier so Potential? Zahiri hat ein krasses Potential. Kemna, Mayo, Torrejon, Westertaler. Okay. Und nicht so gutes Potential hat unter anderem Sam Omen. Na gut, der ist aber auch schon extrem stark. Und Rigigi hat auch kein Potenzial, ist aber so gut trotzdem. Krass. Ist wahrscheinlich eine natürliche Sperre, dass er einfach nicht so, dass er halt einfach nicht unfair wird. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier bei diesem Intensiv-Scouting machen soll. Drum sage ich einfach mal annehmen, wird schon passen. Macht, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. So, und jetzt kommen die Sachen, die wir simulieren. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge für, oder? Ja, keine Ahnung. Ich nehme mal weiter auf, aber eventuell wird das die nächste Folge...